Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Street Fighter 2, the final Ultra Street Fighter 2, the final Challengers. Und heute, liebe Leute, nehmen wir den Bösen aller Bösen, den Akuma. Und wir gucken uns als erstes erstmal seinen Move-List an. Go Hadoken. Shakunetsu Hadoken. Zanku Hadoken in der Luft. Goshuriyuken. Oriyuken. Tatsumagi Zankukyaku. Airborne Tatsumagi. Das sind eigentlich die gleichen. Rechts geht. Wie geht denn das mit Sternchen? So, und dann haben wir auch noch diese. Na komm. Ja, wunderbar. Zwar jetzt nicht perfekt, aber schon mal gut. Das war schon gut. So. Wir machen jetzt hier natürlich weiter. Cool. Hoho. Der ist richtig böse. Und da haben wir ihn. So. Also. Wir hauen jetzt ein bisschen was raus. Liebe Leute, das heißt, jetzt werden erstmal viele Charaktere kommen. Und zu sagen hat Akuma gar nichts. Stille. Wir schweigen ihm das alles hin. Heute geht es mit Chun-Li. Na komm. Ah, schönes Ding. Na komm. Oh nein. Das war knapp. Das war richtig knapp. Alter Leute. Zeichen von Akuma. Oh, verdammt. Oh nein, 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 nein. Oh, scheiße. Oh, verdammt, ich habe verloren. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ist mir ganz schön auf die Nerven. So, komm her. Komm her. Wow. Nein, nein. Ich treffe sie einfach nicht. Chun-Li ist nicht schlecht, aber die ist auch ganz schön aus der Puste, habe ich gerade gesehen. Also die muss ganz schön hier Gas geben. Du bist rechts, fall auf die Knie. So wie jedermann, der es wagt, mich herauszufordern. Nein. Genau, das sage ich dann auch mal. Nein. Okay, komm. Ach, guck mal, jetzt muss es dir aber mal zeigen. Geht ja mal gar nicht. Was bist du denn für ein Loser, ey? Das gibt's doch nicht. So. Okay.
Das gibt's nicht. Ich wollte doch drüber springen. Alter, dieses Vibe. Oh, komm. Oh. Ich raff's nicht. Ich weiß nicht, warum sie so gut ist und mich so fertig macht. Ja, freu dich nicht zu früh. Eine Runde hast du noch vor dir. Was? Du. Vibe. Na komm. Boah, was für ein Kampf. So. Akzeptiere dein Schicksal und gehe zu Boden. Weiter geht's mit Ghoul. Für geil. Ghoul. Klingt wie Werbung. Jawohl. Schönes Ding. Schönes Ding. Damit habe ich schön erstmal hier ihn gerackt. Okay. Nein, es war nur ein normaler Uppercut. Verdammt. Aber ein Perfect. Perfect. Der Pfad zum Sieg ist gepflastert. In den Leichen der Schwachen. Japan. Ryo. Ryo. Oh, in Brown. Hat er den braunen Gürtel. Na komm. Nein. Das gibt's nicht. Stirb. Oder beziehungsweise erleide eine Niederlage. Der wird noch so ein Super Saiyajin. Wow, der hat gesessen. Komm. Oh, das gibt's nicht. Nein. Boah, schön. Oh, das geht ganz schön auf die Finger, das sage ich euch, liebe Leute. Man ist die ganze Zeit eigentlich nur am Bewegen. Ai Long. Jawohl. Ja, komm. Oh, komm. Nein. Von hinten. Der ganz schön komische Zähne, ne? Boah, leck mich. Tschüss, Mann. Kein Bock, Mann. Burn it down. Burn it down the house. Burn it down the house. Oh, come on. Yeah, burn it. Oh.
Ja! Das war... Hui. Ich schwitze schon wieder am ganzen Körper, nur alleine wegen diesem knappen Match. Weil er halt einmal gewonnen hat und wenn ich dann wieder verloren hätte, das wäre dann wieder ein Kampf umsonst gewesen und so weiter. Meine Fäuste wurden in den Flammen der Hölle geschmiedet. Also diese Einbildung von Akuma ist echt... Aber egal, es kommt, hey, Mr. DJ. Oh, cool. Was für ein Final Finisher. Also, jedenfalls schön perfekt. Wenn du nicht in meine Nähe kommst, da hast du natürlich auch keine Chance. Wow! Wow! Nein! Zum Glück hat er daneben getroffen. Alter, Leute. Wow, war das knapp. Hammer! Akzeptiere dein Schicksal und gehe zu Boden. Erledigt. India Doll Sim. Round one, fight. Hallo? So, komm weg. Und... Tschüss. Zwei Hit Combo. Finish. Oh yeah, baby. So muss das sein. Okay, wir wollen ja auch nur die Story spielen. Ich glaube, auf schwer wäre das nicht ganz so einfach. Ja, doch. Ich glaube, auf schwer oder mittel oder sonst was. Oder mittelschwer ist es ja jetzt hier mittel, aber auf mittelschwer, glaube ich, wäre das Ganze dann schon ein bisschen extremer. Ich habe nichts gespürt, außer Schwäche. Ist das ein Angeber, oder? Oh. Jetzt geht's weiter mit Ken. Der nennt mich immer wieder an He-Man. Der hat ja fast genauso ein... Ey, das gibt's doch nicht. Wieso hat der denn getroffen? Ey, hallo? So. Der wäre beinahe mit seinem Super-Finisher gekommen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man den aktiviert. Muss ich da vielleicht alle Tasten gleichzeitig drücken oder so? Verarscht. Da kannst du ruhig schießen, egal. Ist halt meine neue Highscore versaut, aber da kommt es nicht drauf an. Da ist zu viel Gutes in deiner Seele. Deine Torheit soll dein Tod sein. Das sollte er mal zu beißen sagen, oder? Wow. Der war gut. Die Attacke gefällt mir. Damit kriegen die ganz schön böse aufs Fressbrett. Oh,
Oh. Du hast mir mein Perfect versaut. Hat mir mein Perfect versaut. Ja, du ruhig zum Super Saiyajin. Ich habe nichts gespürt außer Schwäche. Kann den kommen. Oh, Vega. Vega wird jetzt wieder eine harte Nummer. Was habe ich denn das hingekriegt? Wow. Na komm, komm, komm. Oh, leck mich. Nein. Nein. Ich wollte was ausprobieren und dann so ein Scheiß. Ich hasse diesen Spanier, der einen abjodelt. Stirb! Nein. Geht doch. Wollte schon sagen, ey. Das Spanier geht mir sowas von auf den Sack. Aber okay, gut. Keine Aggression. Wow. Nein. Nein. Oh. Alter, war das wieder knapp. Ich habe schon echt gefühlt, wie er langsam Gas gibt und mich dann platt macht. Aber okay, so ist es auch in Ordnung. Gut. Das ist zu viel Gutes in deiner Seele. Ich glaube nicht, dass bei dem... Egal. Sagat. Nein. Okay. Sagat, du gehst mir sehr gut auf den Sack. Ernsthaft? Alter, er hatte genau die gleichen Techniken drauf wie ich. So. Oh. Ja, danke, dass ich gewonnen habe. Jawohl. Mach ihn platt. Hau ihn um. Oh nein. Alter, Leute. Oh, es tut mir die Hände weh. Aber hey, es fehlt nur noch einer. Dann haben wir Mr. Bison besiegt. In dem was Gutes. Halte ich für ein Gerücht. Oh, in Lilla. Ah, der beißt mich dann. Wow.
Alter. Da ist jemand sauer auf mich. Sauer, dass ich beim letzten Mal dir den Rang weggenommen hatte, oder was? Ich glaube irgendwie, das ist so innerlich so ein richtiger... Groll in denen. Jawohl, und... Schön. Würde jetzt, denke ich mal, nicht die Highscore überhaupt, aber ich komme jedenfalls in die Richtung meiner Highscore. Ah, du... So. Nein. Nein. Ja! Es war knapp, aber egal. Boah. Erbärmlich. Ist das die einzige Herausforderung, die du mir bieten kannst, Bison? Du bist genau wie jeder andere, der mir zum Opfer gefallen ist, mit dem Meister der Faust. Na, statt deine eigenen Finsternis zu kontrollieren, deine Psychopower hast du es zugelassen, dass sie dich kontrolliert. Im Gegensatz zu dir habe ich die Finsternis in mir bezwungen und mir ihre Kraft zu eigen gemacht. Akuma geht, um sein Training fortzusetzen und verschwindet langsam in der Dunkelheit, während er auf einen Kämpfer wartet, der es wert ist, gegen ihn anzutreten. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es... entsprechend euch gefallen hat, und ich sage, ich bin euer Tor, haut rein. Tschüss.